Ja, das fing an von unserer Seite her. Den hinter dem Dorfkirchgärtnern war dann so ein Signalzaun. Der war vielleicht einen Meter, anderthalb Meter hoch, so ein Streckmetall, in die Erde eingelassen, Betonpfosten. Dazwischen waren dann dieser Stacheldraht, in dem Strom drin war, aber keine 220 Volt, sondern weniger. Und wenn man diese Drähte berührte, dann löste da in dem Kompaniegebäude löste da was aus. Die waren verschiedene Felder, wusste man genau, wo das jetzt passiert war. Ne? Wenn man dann weiterging auf die Grenze zu, kamen dann diese Signaldrähte, wo man so reinlief, wo Leuchtkugeln hochgingen oder Platzpatronen. Ne? Und dann weiter kam diese Straße, wo wir fuhren mit unseren LKWs oder mit den Fahrzeugen allgemein. Dann kam dieser Panzergraben. Ne? Das ist so ein 2 Meter tiefer Graben gewesen, auch vielleicht 2-3 Meter breit. Und hinter dem kam dann dieser eigentliche Zaun. Und wo ich da war am Anfang 72 oder 73 im Frühjahr, dann da gab es noch den Stacheldrahtzaun von früher, den man so 61 nach 61 gebaut hatte. 2 Zäune und dazwischen lagen die Minen. Ne, aber von denen keiner mehr wusste, wo sie waren, weil sie durch die Witterung, durch Wasser, Regen weggeschwemmt waren. Oder weil sie eben Holzkastenminen waren, die man nicht mehr mit dem Gerät finden konnte. Ne? Wir haben immer gedacht, das ist das ganze, der ganze alte 10 Meter, nannte man das. Der wäre voll mit Minen, aber war gar nicht. Es waren 2 Reihen, so auf Luke gelegt. Ne? Aber wenn sie da drauf treten, das ist dann ganz, ganz schlimm. Diese Holzkastenminen zerfetzten an einem Fuß. Und diese anderen, die waren dann so wie so eine Bohner-Büchse. Auch so diese Abmaße. Ne? Ja, und die sollte nicht mehr töten. Die hat einem dann einen Unterschenkel in den Oberschenkel reingeschossen. Na, man musste ja dann noch bestraft werden, wenn man das gemacht hat. Sie haben schon gesagt, es gab auch einen Wachturm. Ja. In welchen Abständen war bei Ihrem Grenzabschnitt die Wachtürme aufgebaut? Wissen Sie das noch? Ja, das war rechts und links von dem Abschnitt, den wir bewacht haben, waren diese Betontürme mit dieser Kuppel obendrauf, wie man sie so im Fernsehen manchmal noch sieht. Ne? Und diese Befehlstürme, die gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, wo die Grenze von außen, von der Grenze her selbst geführt wurde. Das machte man so aus der Grenzkompanie raus, ein Führungspunkt nannte sich das. Da saß ich die meiste Zeit. Ne, diese große Karte davor, dann wurde eingezeichnet, wo die ganzen Posten saßen und ich musste die dann eben von um die Uhrzeit nach da schicken, um die nach da und so hin und her. Ne. Da gab es nur diese 2 Betontürme. Ansonsten gab es noch so in unregelmäßigen Abständen noch so Holztürme aus früheren Jahren noch, ne? Wo man sich mal hinsetzen könnte, als wenn man Grenzstreife ging. Es ging ja extra noch mal eine Grenzstreife in den 8 Stunden, die Posten kontrolliert hat und nachgeguckt hat, ob die noch da sind. Waren die Grenzstreifen auch mit Hunden ausgestattet bei Ihnen? Teilweise, teilweise. Da gab es direkte Hundeführer, die dann mit dem Hund rausgingen, aber auch nicht immer.